Hallo Fotofreunde und willkommen in einem weiteren Video. Heute 5 Tipps für die Landschaftsfotografie. Die Landschaftsfotografie hat ihren ganz besonderen Reiz und sieht immer unterschiedlich aus. Auch jeder Fotograf betrachtet Landschaften unterschiedlich, denn er sieht die Welt mit seinen eigenen Augen. Und von daher gibt es immer wieder Unterschiede zu entdecken. Und ich habe dir jetzt mal 5 Tipps zusammengepackt, die du auf jeden Fall gebrauchen kannst. In der Landschaftsfotografie bist du stark abhängig vom Licht. Je nachdem, welche Tageszeit und wie der Himmel aussieht, kann es zu hartem oder weichem Licht führen. Das beeinflusst definitiv dein Foto und deshalb solltest du dir vorher haargenau überlegen, zu welchen Lichtsituationen du eigentlich nach draußen gehen möchtest. Denn es kann dazu führen, dass bergige Landschaften schnell flach wirken, wenn zu wenig Kontraste vorhanden sind. Und das passiert häufig, wenn der Himmel einfach stark bewölkt ist. Ich habe ja gerade schon vom Licht gesprochen und Lichtsituationen sind immer unterschiedlich, egal zu welcher Tageszeit. Von daher musst du dich unbedingt in Geduld üben. Denn um den richtigen Moment abzupassen, bist nicht nur du gefragt, sondern auch die Landschaft, die du fotografieren möchtest. Es ist davon abhängig, wo steht gerade die Sonne, wo ist der Baum, den du gerade wirklich in perfekter Atmosphäre fotografieren möchtest. Das sind immer so Situationen, die kann man vorher nicht abschätzen. Den richtigen Moment abpassen ist auch immer so eine Geschichte für sich. Deshalb ist es höchstwahrscheinlich auch notwendig, nicht nur einmal vor Ort zu sein, sondern mehrmals, um halt wirklich das Bild zu schießen, was du am Ende auch haben willst, um die Atmosphäre einzufangen, die du brauchst. Du hast die schönste und geilste Landschaft vor dir, das Licht ist perfekt und am Ende muss die Bildkomposition auch noch stimmen. Deshalb solltest du auf jeden Fall vorher genau wissen, aus welchen Blickwinkeln und aus welchen Perspektiven du dein Foto schießen willst. Hier lohnt es sich auf jeden Fall auch die Drittregel zu beachten und so dein Bild einzuteilen. Oder aber auch du siehst einfach nach Linien bzw. nach einer Symmetrie in dem Foto, so dass das Foto am Ende intensiver wirkt und der Betrachter sein Auge bzw. seine Augen länger als 3 Sekunden auf dem Bild hält, dann hast du wirklich ein wunderbares Foto erschaffen. Auch der Dynamikumfang spielt auf deinem Foto eine sehr, sehr wichtige Rolle. In den meisten Kameras ist er sehr stark begrenzt und mit dem menschlichen Auge so oder so nicht vergleichbar. Hier solltest du auf jeden Fall die Helligkeit beachten, denn jedes Element wird unterschiedlich belichtet und deshalb solltest du die wichtigsten Elemente richtig belichten. Hier lohnt sich definitiv eine Belichtungsreihe und diese am Ende dann mit der richtigen Software zum HDR-Foto zusammenzufügen, denn so kann man wirklich starke, intensive, tolle Fotos machen. Nicht jedes Landschaftsfoto muss eine gewisse Schärfentiefe vorweisen. Das ist abhängig von dir, denn nämlich je nachdem, wie du die Blendenöffnung wählst, entsteht ein super tolles Foto oder aber auch nicht. 8+ bedeutet auf jeden Fall, dass der Vorder- und Hintergrund scharf bleiben. 8- heißt, Vorder- oder Hintergrund werden ein wenig unscharf. Wenn du hier zum Beispiel noch ein weitwinkliges Objektiv mit zu Rate ziehst bzw. auf deine Kamera raufsteckst und dann halt eine gewisse Blende auswählst, kannst du halt auch wunderbare Fotos erzielen. Es muss nicht immer das Teleobjektiv sein und wie gesagt, es ist blendenabhängig, von daher einfach mal ein bisschen rumspielen, auch mal das Objektiv wechseln und am Ende entscheidest du, welches Foto dann vorgelegt wird und dein Kumpel oder auch irgendein anderer Betrachter kann dann sagen, tolles Foto. Das waren jetzt 5 einfache Tipps zur Landschaftsfotografie, die auf meinen Erfahrungen beruhen. Die kann man beachten, muss man aber nicht. Aber ich denke, so am Ende 1, 2 beachtest du auf jeden Fall. Von daher ist das schon sehr, sehr nice, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann natürlich den Daumen nach oben. Hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, die eventuell auch in die Landschaftsfotografie einsteigen wollen und diese 5 Tipps eventuell noch nicht gehört haben. Es lohnt sich definitiv. Und hier auf der rechten Seite gibt es auch nochmal 2 weitere Fotovideos, die sich auch wiederum lohnen. Auch da nochmal reinschauen. Und dann wünsche ich dir für heute noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns am Mittwoch schon wieder. Bis dato, halt die Ohren steif, mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.